Hallo, meine Damen und Herren. Nach wie vor warten wir alle sehr gespannt auf irgendein Counter-Strike-Update. Aktuell habe ich vermehrt, und sorry für die Pixelierung, aber ich habe nur einen Screenshot gemacht und die ganze Sache schon weggeklickt, diese Updates, die wiederum mit einem i versehen sind. Das bedeutet, das ist Workshop-Content. Und nun könnte man natürlich sagen, vielleicht werden ja zufällig gerade genau diese oder auch diese Map geupdatet. Aber was heißt das jetzt? Guck mal kurz rein. Oh, so nicht. Jetzt die Kerze ausgegangen, Willi. Diese Updates mit einer Größe von 200 bis ca. 500 MB habe ich über die letzten paar Tage öfter. Ich habe ja extra für euch die Maps Mills, Memento und Co. runtergeladen, also die, die womöglich dann bald hinzugefügt werden. Und die werden wohl aktuell weiter geupdatet oder verbessert. Jetzt könnte man natürlich nach ein paar ordentlichen Copium-Huffs davon ausgehen, dass diese aktuellen Maps noch nicht ready sind, obwohl sie vielleicht schon hätten ready sein sollen, wer weiß, und an denen eben weitergearbeitet wird, damit sie dann auch released werden können. Die Verzögerung des aktuellen Updates könnte also damit zusammenhängen. Natürlich könnte es auch an anderen Dingen liegen, dass das Update noch nicht da ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass Danger Zone auch hinzugefügt werden soll oder sollte und da halt noch irgendwas im Argen ist, das man reparieren muss. Klar, am Freitag im Stream haben noch einige gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass jetzt am Wochenende was kommt. Das habe ich aber grundsätzlich verneint. Das kann ich auch so jedem sagen, dass ich glaube, an einem Wochenende noch nie ein großes Update kam, geschweige denn überhaupt irgendein Update. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, weil natürlich niemand am Wochenende arbeiten möchte. Und wenn die Volvos freitags oder samstags ein Update bringen und es ist möglicherweise nicht perfekt, so wie eigentlich immer, dann müssten sie ja Samstag und Sonntag direkt ans Patchen gehen. Und wer hat da schon Bock drauf? Darum kommen die Updates ja meistens von Dienstag auf Mittwoch oder von Donnerstag auf Freitag. So haben sie dann zumindest einige Tage oder zumindest einen Tag Zeit, noch wichtige Fixes nachzureichen, bevor dann das Wochenende kommt. Ich rechne also erst wieder nächste Woche Dienstag auf Mittwoch mit einem Update, also nach unserer üblichen Update-Zeit halt Mittwochmorgen um 1 oder 2. Vielleicht hat ja einer von euch bei den Workshop-Geschichten ausschließlich die Maps, die dann jetzt bald möglicherweise hinzukommen könnten. Derjenige könnte dann sagen, ob bei ihm auch ein Update kam jetzt die letzten paar Tage, weil natürlich könnte es bei mir auch sein, dass irgendwas anderes geupdatet wurde, das jetzt hier nicht auf der Liste ist. Ach, und wo ich eben auf Train gedrückt habe, auch noch eine Kleinigkeit. Wenn man hier nochmal auf R-Almas vorbeischaut und dann auf, ich glaube, Destinations drückt, genau, dann sieht man hier nicht nur Ravine und diese andere Map, sondern ja auch irgendeine Station, vielleicht eine Train Station. Das hier sieht doch aus wie ein alter Zug. Also möglicherweise ist hier auf diesem Bild ein Train Rework angedeutet. Das hatte mir noch jemand auf Twitch geschrieben, dass ihm das aufgefallen ist, dass das ja irgendwas mit einer Station zu tun hat und ich diesbezüglich gar nichts gesagt habe. Also ja, vielleicht ist auch Train bald wieder zurück. Dass es kommt, das wurde ja schon fest von den Volvos bestätigt. Also sie haben ja in ihrem CS2 Launch Trailer war das, glaube ich, schon, da war Train mit drin. Train wäre natürlich auch eine geile Meile. Ich freue mich da viel mehr auf Cash, aber Cash ist nochmal was ganz, also ist noch ganz weit weg, das kommt frühestens 2025, das wissen wir ja schon fest vom Mapmaker selbst. Ja, das wäre es dann schon wieder gewesen. Ich dachte mir, wenn die Volvos schon nichts raushauen, hau ich euch zumindest was am Wochenende raus, dass ihr was zum Gucken habt, wenn auch nur was Kurzes. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen spätestens beim nächsten Video oder am Dienstag im nächsten Livestream. Vergesst das Handschuh-Giveaway nicht, das gibt's live auf Twitch. Dann sind wir schon wieder durch. Vielen lieben Dank für die Kommentare, für die Likes, fürs Zuschauen natürlich. Haut da rein und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.